Sorry, dass du kurz hier dran schnüffelst. Es schnuppert nach Gehorsam, weißt du? Mmh, deliziöser, immerwährender Gehorsam. Ha! Oh! Das war äußerst beeindruckend. Vielleicht könntest du in meiner Show auftreten. Yeah! Das Drechsel! Diese Elf! Oh. Ja. Abschau! Geh da weg! Nein! Nicht! Halt die Luft an! Gucci, Gucci, Gucci! Nein! Nicht! Los, bring mich hier weg! Das ist jetzt nicht wahr! Schnell, wir müssen hier weg! Alles in Ordnung? Und lauf niemals wieder einfach so weg, ja? Die Einhörner haben dir etwas verraten? Aha, was denn? Da bist du ja! Da bist du ja! Hallo, Yuko. Schön, dass ihr mich gefunden habt. Simo, das ist Mo. Prinz von Zentopia. Ich bin Simo. Prinz von... Der Prinz vom Schwarzen Wald. Danke, dass du uns geholfen hast. Ja, es hätte heute um einige schlechter laufen können ohne dich. Hey, Simo, komm doch mit uns zurück. Wir zeigen dir den Elfenkrater. Da leben doch unglaublich viele Elfen, oder? Außerdem scheint ihr dort ja schon einen Prinzen zu haben. So übel ist der Kerl eigentlich gar nicht. Also, was haben die Waldeinhörner denn Onchao jetzt verraten? Sie haben ihm jede Menge über seinen Vater erzählt. Aber sie wussten auch nicht, was geschehen ist, warum er verschwand. Das weiß wohl angeblich nur ein Einhorn. Ein Rätsel, das dir jemand zu Hause verrät? Ganz genau. Wirklich? Sie sagt, dass es ihr sehr leid tut, dass sie Onchao nicht sofort alles erzählt hat. Sie verrät ihm jetzt die ganze Geschichte. Und wir dürfen auch zuhören. Lyria und Ono waren sehr, sehr verliebt. Ono trug die Krone mit den vier Ringen. Und es gab nichts Vergleichbares. Er überreichte je einen Ring an das Steineinhorn, das Sterneinhorn und das Kristalleinhorn. Sie sollten sie gut aufbewahren. Panthea durfte nicht in ihren Besitz gelangen. Wiedergesehen. Sie sagt, Onchao sieht aus wie Ono. Also, wenn wir diese vier Ringe finden wollen, dann müssen wir zuerst diese Einhörner suchen. Wir finden sie. Ich verspreche es.